Leute, in diesem Video gebe ich euch wieder grünes Licht für die Bewerbungsphase. Außerdem gebe ich euch neue Sachen für die Clan-Bewerbung, was euch dieser Clan bringt, wenn ihr neu seid, wie ihr in den Clan reinkommen könnt und so weiter. Also schaut auf jeden Fall dieses Video bis zum Ende und vergisst auf jeden Fall nicht bei der heutigen Frage mitzumachen, denn Leute, es ist richtig, richtig Spannendes für euch und zwar eine Frage an euch, auch wenn ihr bereits schon mitgemacht habt. Und zwar, Leute, denkt ihr, dass das Season 9 Battle Pass kostenlos wird? Wenn ja, dann lasst einfach mal ein Like auf dem Video da. Und wenn ihr denkt, dass er nicht kostenlos wird, das bedeutet wieder 950 V-Bucks kostet, lasst einfach mal ein Dislike da. Und wir gucken einfach mal, ob das Ganze dann was, also ob ihr denkt, dass er dann was kosten wird oder nicht. Das werden mich auf jeden Fall interessieren, Leute. Und ich würde sagen, jetzt geht's los mit dem Clan-Video. Viel Spaß und... Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist Avis, Leute. Im heutigen Fortnite Battle Royale Video geht es um meinen Clan Hashtag Avis, Leute. Und ich werde einfach heute mal wieder eine neue Bewerbungsphase öffnen und euch erklären, was ihr machen müsst, um in meinen Fortnite Clan reinzukommen, Leute. Denn es gibt aktuell sehr, sehr viele Bewerbungen, aber ich schaffe es leider nicht, alle mir anzuschauen. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall mir da Verstärkung geholt und ich werde mir ab jetzt jede neue Bewerbung anschauen, die ab jetzt, ab diesem Video rauskommt, ab Samstag, den 10.3. um 10 Uhr morgens. Und was in dieser Bewerbung drin sein soll und alles andere, was den Clan umfasst, was ihr davon habt und wie ihr in den Clan generell reinkommen könnt außerhalb einer Bewerbung, erkläre ich euch auf jeden Fall gleich, Leute. Wie gesagt, jeder kann in den Clan reinkommen und es wäre mir auf jeden Fall eine Ehre, wenn ihr ein Teil meines Clans werdet. Wir sehen uns nach dem Intro wieder. Oh Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall hier gerade in einer Kreativmap angelangt, Leute, und das Ganze dient einfach nur dazu, dass ihr ein bisschen was zum Schauen habt. Wir sind hier auf jeden Fall auf einer Nuketown-Map. Von den JN auf jeden Fall ziemlich coole Map, finde ich. Ich zeige euch die ganze Map an, aber darum soll es jetzt auch gar nicht gehen. Und zwar, Leute, möchte ich euch einfach mal erklären, wie ihr in meinen Fortnite-Clan reinkommen könnt, ob man sich noch bewerben kann, was die Vorteile meines Clans sind und wie ihr das Ganze machen könnt, beziehungsweise wie ihr zu mir in den Clan reinkommen könnt. Und ich will einfach mal sagen, wir fangen einfach mal jetzt an mit der Sache, wie ihr in den Clan reinkommen könnt, Leute. Danach erfolgt auf jeden Fall, was die Vorteile sind des Clans und natürlich noch, wenn es Geld geben sollte, Turniere und so weiter und so fort. Deswegen würde ich sagen, wie man in den Clan reinkommt, ist ganz einfach. Ihr solltet auf jeden Fall drei wichtige Kriterien bei einer Bewerbung, die ihr auf eurem YouTube-Kanal hochlädt, ganz wichtig erfüllen. Die erste Sache wäre auf jeden Fall, dass ihr euch einmal vorstellt. Das bedeutet euren echten Vornamen, bitte kein Nachnamen, das hatten wir jetzt auch schon öfters. Also einfach einen Vornamen, dann als zweites das Alter und als drittes, was ihr euch auf YouTube als Ziel gesetzt habt, falls ihr schon YouTube länger macht. Das ist jetzt nicht der wichtigste Punkt, aber das solltet ihr machen. Außerdem solltet ihr unter dem Hashtag Avis hochladen. Das bedeutet, ihr schreibt in die Videobeschreibung oder in den Titel Clan-Bewerbung für Hashtag Avis. Und ja, wenn ihr das gemacht habt, kann ich das Video von euch auch sehen und ich werde versuchen ab jetzt, das bedeutet ab dem 10.03.2019 um 10 Uhr, mir jede Bewerbung anzuschauen und ich werde unter dem Video immer schreiben, ob ihr weiter seid oder nicht. Wie gesagt, es wäre auf jeden Fall Ehre, wenn ihr im Video noch meinen Creator-Code ansprechen würdet, weil wer mir gönnt, den gönne ich natürlich auch, Leute. Und ich glaube, jeder weiß, das würde jeder so machen, Leute. Also, wie gesagt, YouTube-Avis in den Itemshop, Leute. Und wenn ihr euch was damit kaufen solltet oder generell irgendwas Cooles mit dem Creator-Code macht, beziehungsweise auch bewirbt, wäre es auf jeden Fall mega nett von euch. Und als nächstes, Leute, möchte ich auf jeden Fall über die Vorteile sprechen, die euch mein Fortnite-Clan bringt. Denn, Leute, so ein Fortnite-Clan hat immer coole Vorteile und ganz besonders auch bei den Clans wie bei mir, Leute. Ich nehme auf jeden Fall auch die Leute auf, die sehr sympathisch sind, aber vielleicht dafür nicht so gut. Das haben andere Clans halt eben nicht. Und es wird einen Creator-Code geben und einen YouTube-Kanal, der bereits jetzt schon in Planung steht. Und dieser YouTube-Kanal hat insgesamt 5000 Abonnenten bereits. Das bedeutet, Leute, ihr könnt ganz easy und entspannt bei dem Ganzen mitmachen und schon seid ihr ein Teil unseres YouTube-Kanals. So, wir sind nochmal ganz kurz zurück auf den Insel. Und dieser YouTube-Kanal wird Team Avis heißen oder Hashtag Avis. Und ja, wie gesagt, das Ganze würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, falls ihr selber mal noch YouTube macht oder so, ist das natürlich eine tolle Sache für euch. Ziemlich unpraktisch gerade, dass das Spiel die ganze restartet und nicht. Aber ich denke, darüber kann man auf jeden Fall hinwegsehen. Weitere Vorteile des Clans sind auf jeden Fall, dass das Geld, was wir durch den Creator-Code und Werbeeinnahmen erzielen, und durch die Turniere im Clan aufgeteilt wird. Das bedeutet, sollte mal jetzt jemand krank sein und wir haben ein festes Lineup und das ganze Turnier wird gewonnen, so wird das Preisgeld unter jedes Clanmitglied aufgeteilt. Ich möchte davon insgesamt keinen Cent abhaben, egal wie hoch die Summen sind. Und falls wirklich dieser Clan irgendwann so erfolgreich sein sollte, dass er wirklich gegen solche Clans wie Hashtag Apokalypto
oder so weiter spielen, was ja auf jeden Fall mega krasse Illusionen sind von mir, dann wird das ganze Geld trotzdem für die Clan-Member aufgeteilt, beziehungsweise für Turniere und natürlich auch für unseren YouTube-Kanal, Leute. Deswegen, das ist auf jeden Fall schon mal eine ziemlich coole Sache für alle, die gerne mal mit YouTube durchstarten wollen, beziehungsweise einfach mal vielleicht professionell im Fortnite werden wollen, auf Win spielen wollen. Und generell auch ein wichtiger, cooler Tipp, einfach mal ein paar Leute suchen zum Zocken. Denn einfach ein Clan bietet auch die Möglichkeit, immer mit starken Leuten zu zocken und natürlich auch anderen Leuten das beizubringen, sich gegenseitig zu verbessern und somit einfach an die Spitze zu kommen, einfach Winstreaks aufzustellen, Rekorde zu brechen und einfach das zu schaffen in Fortnite, was man sonst nicht schafft, Leute. Und deswegen, falls ihr wie gesagt Bock habt, dass wir mal zusammen auf Bewerbungen reacten, dann würde ich einfach mal sagen, Leute, bei 400 Likes machen wir einen Livestream, wo wir das Ganze machen. Das bedeutet auf Bewerbungen reacten live mit euch. Und jetzt nochmal an alle, die das Video gecheckt haben, bisschen. Falls ihr schon vorher eine Bewerbung hochgeladen habt und ich diese Bewerbung mir noch nicht angeschaut habe, kann es sein, dass wir das Ganze noch in Livestreams machen. Ansonsten wäre es auf jeden Fall nicht schlecht, wenn ihr öfters mal eine Bewerbung hochladen würdet, weil ich kann mir leider nicht jeder ansehen, da ziemlich viele halt immer kommen und desto öfter ihr eine Bewerbung halt hochlädt. Desto öfter wird sie mir halt vorgeschlagen und irgendwann werde ich sie auf jeden Fall bestimmt anschauen, Leute. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, jetzt viel mehr Bewerbungen anzuschauen, vorm Schlafen gehen, beim Aufstehen, wenn ich Pausen habe und so weiter und so fort, Leute. Und ich würde einfach mal sagen, das waren auf jeden Fall auch die Vorteile von einem Clan bzw. von meinem Clan. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Und falls ihr bzw. ja, die Community Hashtag Avis Army noch nicht in meinem Discord drin seid, Leute, den Link zu meinem Discord findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr auf jeden Fall auch mit Freunden zocken und so weiter. Dort gibt es ganz viele Channel im Discord. Ihr könnt, falls ihr Discord noch nicht so gut auskennt, dass ich das gerne runterladen und gerne reinkommen. Und auch mit mir schreiben, Leute. Ich antworte eigentlich jeden auf Discord. Das bedeutet, falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie mir auf jeden Fall dort. Oder auf Instagram, AvisYT. Und ich würde sagen, Leute, das war's mit dem Video. Teilt das Video bitte, bitte mit jedem, den ihr kennt. Das ist mega korrekt von euch. Tragt mich in den Support the Creator Store ein, beziehungsweise im Item Store Bereich. Und ganz wichtig, Leute, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ihr verpasst nie wieder ein Video, ein Livestream oder ein Gewinnspiel, Leute. Ich liebe euch und haut da rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.